Willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Heute ist Muttertag und wir haben was ganz Besonderes vor. Ich habe gerade Ash mal kurz auf WhatsApp geschrieben und gefragt, was Mama und Papa gerade machen. Er meinte, die wollen spazieren gehen und ich warte jetzt gerade im Flur, bis sie weggehen. Und dann zeige ich euch, was wir vorhaben. Aber jetzt, ich warte ehrlich einfach so lange, bis sie weggehen. Er hat mir richtig genau. Ey, ich hatte richtig Glück. Er hat mir zum Glück rechtzeitig geschrieben. Nein, das ist leise. Oh, Leonardo bellt oben. Okay, Leute. Die sind weg. Niemand mehr da. Und jetzt können wir euch zeigen, was. Jetzt zeigen wir euch, was wir vorhatten. Okay. Korrekt, dass sie die Tür offen gelassen haben. So, wir haben auch einen Schlüssel da. Ash ist auf jeden Fall wach. Ash? Ash? Duschst du? Ja. Ah, okay. Ich filme schon mal, okay? Ja. Leute, wir haben heute Muttertag und wir werden heute alles, was Mama an Arbeit hat, ihr einfach abnehmen. Sie muss heute nichts machen. Sie kann heute chillen und den Sonntag genießen. Kommentiert mal, was ihr eurer Mutter oder eure... Ich wollte gerade sagen, was ihr eurer Mutter oder eurer Mütter geschenkt habt. Was habt ihr eurer Mutter geschenkt? Kommentiert es jetzt mal. Wir haben auch noch eine Überraschung zusätzlich dazu, dass ihr nichts machen muss, heute parat. Seid gespannt, wird geil heute. Und zwar, morgen haben wir hier eine fette Umbauaktion, weil die Wand wird eingerissen. Leute, ich zeige euch das mal ganz kurz hier im Büro. Mama und Papa haben schon ein bisschen was gemacht. Hier wird... Morgen alles komplett, also wir müssen das Schlafzimmer ausräumen, das wollten Mama und Papa halt eigentlich machen, aber Leute, das werden Ash und ich jetzt übernehmen und vielleicht Chrissy, die schneidet gerade aber oben Video, deswegen mal schauen, wie gut Ash und ich hier gleich vorankommen, weil morgen wird hier ein Loch drin sein, dementsprechend alles muss raus und da wir Mama heute die Arbeit abnehmen, fange ich mal direkt an und Ash, wie lange brauchst du noch, du kannst mir gerne helfen. Es fühlt sich an, als ob man hier ausziehen würde. Ehrlich, ohne Witz. Kein Teppich, gar nichts. Mama meinte auch schon, dass hier der Teppich nachher alles weg muss. Und ganz im Ernst, ich fange einfach mal an. Oh, Junge, Alter. Es fühlt sich ehrlich ein bisschen nach Auszug an hier. Ohne Witz. Ich mache kurz die Kamera hier weg. So. Zack. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie lange die spazieren sind. Oh, guck mal Licht an, damit es ein bisschen heller ist. Das Ding ist, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie lange die spazieren sind. Ich glaube, die sind aber immer halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden maximal. Plus, minus, je nachdem, ob sie noch irgendwo einkaufen. Okay, einkaufen wird heute weg, weil Sonntag ist. Naja, gut, packe ich den Teppich hier mal weg. Oh Gott. Einfach im Büro. Das sind sechs Schichten, also ungelogen sechs Schichten Teppich. Das ist krank. Ich frage mich doch vor allem, wo soll der ganze Zeug hier hin? Erstmal ohne Witz, wo soll ich das hinräumen? Scheiß drauf, ich passe noch auf Ashens Zimmer, weil er gerade nicht helfen kann. Duschen ist deswegen. Juckt ihn bestimmt nicht. So, packen wir das in den Nachtschrank rein. Oh Gott, der Nachtschrank ist voll. Junge, warum hat der einen Akkuschrauber hier? Einfach nicht fragen. Staubig. Naja, egal. So. Ey, räumen wir alles weg. Let's go. Ich weiß nicht, wohin damit. Ash? Ash? Hallo? Ey?
Ich räume gerade das Schlafzimmer aus. Hat Mama irgendwie mal irgendwann erwähnt, wo sie das hinstellen will, alles? Nein. Kacke. Egal. Einfach weg damit. Ich räume einfach alles im Flur. Und wo es da nachher hinkommt, keine Ahnung. So, jetzt können wir mal den Schrank öffnen. Oh, das muss alles weg. Alles. Alter, ich bezweifle gerade, dass wir das ehrlich gesagt schaffen, aber naja, gut. Ich frage mich auch gerade, soll das Bett raus oder einfach nur überdeckt werden? So viele ungeklärte Fragen gerade. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fakt ist, das muss weg. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg, glaube ich. Junge, ist hier stark. Alter, ich glaube, ich sauge hier erstmal. Das ist krank. Das ist ehrlich krank. Mir ist richtig warm schon. Sauger. Zack. Boah, bei der Gelegenheit kann man eigentlich alles saugen einfach. Freut sich nicht und auf. Das könnte Staubsaugerwerbung sein. Warum ist die Gleis hier lose? Fertig mit Saugen. Oh Gott. Sauger weggestellt. Oh nein. Ist sie nass oder muss sie noch gewaschen werden? Oh nein, die ist nass. Okay, wir wollen heute einen Tag lang Mamas Arbeit abnehmen. Hängen wir die Wäsche auf? Machen Waschmaschine an? Geil. Schockt. Heute ist schönes Wetter, also würde ich sagen, damit geht's raus. Ciao. Unterstützung ist da? Ja. So, fertig geduscht, fresh gemacht? Mhm. Okay, wir machen heute alles, was Mama eigentlich machen würde. Ja. Bist du motiviert? Nein. Hast du Bock darauf? Nein. Weißt du, was wir jetzt machen werden? Was denn? Siehst du den Berg Wäsche vor dir? Nee. Den werden wir jetzt aufhängen gehen. Und du wirst mir helfen, weil wir es beide machen, damit Mama nichts machen muss. Einen Moment, die Wäsche hochzunehmen und damit absolut zur Wäschespinne zu gehen. So, ich hole schon mal schnell. Also ich sage ehrlich, das sind Sachen, die würde ich eigentlich so nicht machen. Beziehungsweise nicht unten. Wo sind hier Wäscheklammern? Ash? Eine Ahnung, wo Wäscheklammern sind? Digga, ich komme mir irgendwo eine Maus entgegen oder so. Leute, sieht irgendjemand hier Wäscheklammern? Ohne Witz, ich sehe keine. Das ist ein bisschen belastend, weil eigentlich... Ach, scheiß drauf. Ey, keine Ahnung, wo Wäscheklammern sind, Mann. Hast du Wäsche? Weißt du, wo die Wäscheklammern sind? Nein. Belastend. Okay, dann würde ich sagen, hängen wir auf das Ding, ne? Deine Motivation auf 1 bis 10 bitte einmal beschrieben. Sehr gut. Willst du nicht helfen, oder? Doch, ich muss kurz filmen leider, also... Ja. Innen drin können wir dann direkt die nächste Wäsche anmachen, tatsächlich. Aber ich muss sagen, du machst das doch ziemlich... Ordentlich, oder? Leute, bewertet mal Ash. Aufhängeskills in den Kommentaren. Wir machen das ganz kurz. Ich hole Wäscheklammern, damit das Ding aber nicht wegfliegt, weil es halt ein bisschen windig. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und das sieht tatsächlich ziemlich lustig aus. Wie oft hängst du die Wäsche auf? Hä? Nichts verstanden. So, Wäscheklammern suchen.
Wäscheklammern suchen. Digga, ich sehe halt auch einfach nichts. Ich sehe auf der Kamera mehr als in Real Life gerade. Das ist ja crazy. Ah! Gefunden. Hab gefunden. So. Komm. Das sind noch die schönen Aufgaben. Eine Frage, hast du irgendwie noch irgendwas geschenkmäßig für Mama heute? Tatsächlich dann. Eine Umarmung? Ja. Eine Umarmung ist drin. Aber weißt du was, ich habe noch was geholt für sie. Also keine Sorge, können wir sagen, ist von uns beiden. Ist okay? Mhm. Okay, top. So. Zack. Oh. Zack. Ich hoffe, dass Mama das auch nachher auch merkt, dass wir hier unsere Mühe komplett geben. Und dass sie das Ganze wertschätzt und im Zweifelsfall. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, scheiß drauf. Wir machen jetzt weiter. So, machen wir es schön ordentlich. Aber ich muss sagen, echt, das machst du. Okay, gut. Ne? Ja, danke. Gibst du dir Mühe? Ja. Also an Schulnoten würde ich dir jetzt gerade so eine. Ja, doch schon eine 2 geben. Ohne Witz. Das sind die schönen Dinge im Leben, oder? Hast du dir deinen Sonntag so vorgestellt? Nein. Nicht? Was wäre jetzt dein Traumsonntag heute gewesen? Keine Ahnung. Mc's Frühstück? Hast du gesehen, es gibt neue vegane Burger? Nee, hab ich nicht gesehen. Alles klar, so. Gut, drin warte ich die nächste Aufgabe. Nächster Step. Weißt du was, ich hab gesehen, Mama hat mal Wäsche in der Waschmaschine, die sie noch waschen wollte. Das heißt jetzt was? Wäsche waschen. Diese andere Motivation. Aber ey, wehe, Mama freut sich nachher nicht, ne? Dann bin ich traurig. Dann bin ich ehrlich. Dann bin ich ohne Witz traurig. Also hier ist ganz. Ja. Ist das auch Wäsche? Schmeiß mal rein. Oder? Ja. Ach, scheiß auf. Das wäre jetzt schlecht. Ja, okay. Mach zu. Und den. So. Was, oh Gott, was ist denn das hier alles? Das Ding ist bei uns, wir machen immer nur so. Ach, das hier nehmen wir. Schnellmix. Oder? Mhm. So einen schnellen Mix. Wo habt ihr Waschmittel? Ja. Wo ist ihr Waschmittel? Da, Waschmittel. Vanish Power Weiß. Nimm das rechts da, dieses Zeug da. Oh je. Eine Stunde 3. Ist das normal? Mhm. 30 Minuten, wie lange wascht ihr? Digga, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das hab ich mein ganzes Leben noch nie gemacht. Noch nie gemacht? Und wo kommt es jetzt hier rein? Links. Mach so ein Wäschel-Dings da voll. Boah, es riecht aber geil, also? Ey. Ja. Das hier da. Rein. Ja. Da reinkippen, genau. Sauber. Ich weiß nicht, reicht, glaube ich. Dann mach zu. Nö, aber ja, vielleicht. Und jetzt? Ja, was denkst du, 30 Grad reicht, oder? Ja. Machen wir 30 Grad, machen wir Start. Wow. Deine erste Wäsche. Das Ding geht gleich kaputt, glaube ich. Ja. Also falsch machen kann man eigentlich nichts. Doch. Das kann nur anders sein, als das, wie es Mama immer macht. Aber wir können sagen, wir haben Wäsche gemacht. So, okay, top. Nächster Step. Wenn Mama und Papa wiederkommen, die werden safe Hunger haben und frühstücken wollen. Was hältst du davon, jetzt auch noch Frühstück vorzubereiten? Finde ich gut. Oder so weg ist und da holen, oder? Denkst du, die würden sich ehrlich drüber freuen? Nein. Ich glaube, du würdest dich drüber. Alter, wir müssten nicht mal einen Mutter- oder Vatertag machen, sondern einfach mal einen Esch-Tag. Ich glaube, bei Jungen würden die sich drüber freuen. Echt jetzt? Ja. Ohne Witz? Tot ernst. Mama auf jeden Fall. Ja, Papa, der wird sich über einen Joghurt freuen, Papa, wahrscheinlich. Dann was anderes machen. Ja, für Papa gibt's dann Joghurt mit Nüssen. So ehrlich? Junge? Mama isst das immer. Echt? Weiß nicht, beide einfach Dingsbums. Nee. Mama freut sich immer, wenn man ihr so ein Frischkäse-Dings mitbringt. Klingt eigentlich ganz gut. Aber wir grillen nachher noch. Ja. Das ist nicht mehr allzu lang. Wo ist eure Uhr hin? Nee, lass mal schnell Joghurt draufklatschen. Okay. Weil nachher grillen, da habe ich richtig Bock drauf. So, was ist, ist die Erdbeeren? Ja, komm. Kriegen die Erdbeeren. Weißt du ungefähr, was sie essen? Ich weiß, sie nehmen sich immer von den Nüssen gut was weg. Ja, krieg ein paar heute Cashewkerne. Mandeln. Und Walnüsse. Nehmen wir das mit. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Essen hier so sehe, ich kriege nicht gerade den größten Hunger davon. Nein. Hä? Ist das ein Essen, was du essen würdest? Gar keinen Fall. Essen muss ja noch irgendwie Joghurt oder so. Ja, genau, aber was für Joghurt? Ja, nimm mal so 2 Schüsseln oder so. 2 Schüsseln. 2 Löffel. So, jetzt Frage, wo ist hier Joghurt, Mann? Ich sehe Kartoffeln, ich sehe Spargel, aber ich sehe kein Joghurt. Doch, da, was ist das hier?
Ne, der hat die Butter. Ja, klar. Sahnejoghurt. Ja. Nicht so. Was essen die? Wir sind mies überfragt. Doch, oder? Natürlich was. Ja, nimm dann, ja, genau, nimm. Ja, aber das hier ist ein offener Sahnejoghurt. Ich nehme auch hin, muss weg. Oder so. Ich mache mir das hier zu. Ja, kannst du machen mal. Level 1, Level 2, was hast du hier noch? Haferflocken. Haferflocken. Wichtigste, fast vergessen, ne? So, dann trink mal Tee oder so. Weißt du das zufällig? Ja, Tee. Tee? Top, nehmen wir schon mal eine Tasse. Weißt du, was für ein Tee sie trinkt? Nein. Schäd ich auch nicht. Ist hier Wasser drin? Ah, kein Wasser drin, aber egal. Oh je. Wer ist das denn? Ey, die sind ja da. Oh. Hallo? Was machen die denn jetzt schon wieder da? Ich ehrlich gesagt dachte ich, das dauert noch ein bisschen, bis sie kommen. Gut. Gib keinen Tee für Mama. Doch, kein Tee machen? Nein, Tee ist. Wir sagen, Frühstück ist fertig. Dann müssen wir jetzt keinen Tee mehr machen. Weniger Arbeit für uns. Also das Frühstück ist echt krank. Hä? Wenn die das so essen, das ist krank. Wie würdet ihr es essen gerne? Warum ist hier ein Wäschekorb? Hallöchen. Warum seid ihr schon wieder da? Ich dachte, die dauert uns auch noch ein bisschen. Aber ein paar Meter gelaufen, ne? Warum ist der Korb hier? Alles gut zum Nichtvatertag. Guten Morgen. Ja. Ich hab Wäsche gemacht eigentlich. Ach so, was läuft hier jetzt? Muttertag. Heute ist Muttertag. Komm rein. Ding, Mutti. Muttertag, ja. Alles Gute zum Muttertag. Hat man es heute Morgen schon gemacht, aber jetzt mal offiziell. Hol deine Geschenke ab. Welche Geschenke? So, alles Gute zum Muttertag. Ja, jetzt Zeit für die Geschenke. Wir haben euch euer Frühstück hingestellt. Komm, wir zeigen dir, was wir gemacht haben. Nicht schlecht. Hier steht das schöne Frühstück. Ist das richtig so? Ja, wie cool, ja. Alles, mehr brauche ich nicht. Stark. Oder wir. Echt? Haben wir gut gemacht, ehrlich, ohne Witz. So, dann, wir brauchen nachher noch eure Hilfe. Wir haben eine Wäsche zum Beispiel angemacht. Esch hat die Wäsche angemacht. Esch hat die Wäsche gemacht? Esch weiß gar nicht, wie das geht. Doch, jetzt weiß er es. Geh mal du. Ja. Macht sie 30 Minuten 30 Grad? Ja. Ja, oha! Oha! Einfach. Aber was habt ihr da reingemacht für ein Waschmittel? Das da oben. Nee, das ist kein Waschmittel. Hier ist ein Waschmittel. Was ist das? Das ist gegen Flecken. Ich hab gesagt, Max, ich hab das gesagt. Das ach so, ja, egal. Haben wir das reingemacht. Hä? Ach so. Nee, ja, aber das riecht aber auch gut. Wir haben das hier reingekippt, warte. Wir haben das hier reingekippt. Oh, da. Ja, da, das Fach ist richtig, aber ich hab Flüssigmittel. Ah, das wusste ich nicht. Anhalten, weil das ist ja kein Waschmittel, was da ist. Ja, aber es riecht gut. Ich dachte, weißt du ehrlich, ich dachte, da steht Power, weiß? Ja. Ja, wegen Waschmittel. Ich wusste, dass Vanish nicht das ist eigentlich. Ja, siehst du, also Ash weiß eigentlich, Vanish ist ja nicht. Also ich halte es kurz an. Ja, mach. Ja, ist nicht schlimm, also es ist. Ja, ist halt kein Waschmittel. Wenn du nicht weiß oder so. Oder? Wäscht halt trotzdem, ne? Nein, also Vanish, das hier sind gegen Flecken. Also für weiße Wäsche Fleckenentferner. Vielleicht waren da ja Flecken in der Wäsche. Jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, ja, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Ja, der Wille zählt, ne? Soll ich, dann. Socke? Ne, was? Na, auf jeden Fall draußen hängt noch eine Wäsche. Hat die aufgehängt? Ja. So, dann. Und welche Wäschefarben sind da drin? Alle? Wo? Ja. Der Waschmaschine ist ein bisschen. Da lag schon was drin. Aber habt ihr gut gemacht. Einheitskraut. Ich freue mich. Jetzt brauchen wir eure Hilfe. Hier heizt langsam ein bisschen. Hä? Heizt langsam. Ich wollte. Eigentlich wollten wir hier euer Schlafzimmer schon mal freiräumen. Soll alles weg? Ja. Auch das Bett? Ja, aber alles? Aber nicht jetzt. Ja. Doch, wir wollten das eigentlich schon mal machen, aber. Damit du es nicht mehr machen musst heute. Weil morgen ist ja hier Auszug oder was? Ja, also morgen. Also die Wand wird rausgeschmissen. Ja, genau. Aber wir machen das nicht jetzt. Ich würde sagen, es ist später. Okay. Das ist aber trotzdem lieb, dass sie anbietet. Du hast gleich noch eine Überraschung übrigens. Da kommt die Tür genau zwischen den beiden Schränken rein. Genau, da kann man rausgehen. Jetzt zur nächsten Überraschung. Ist alles voller Spinnweben. Dahinter sieht es aus wie Krautenrüben. Ja, warte kurz. Etwas später, ich habe gerade mitbekommen, dass Mama irgendwas im Schlafzimmer macht und das ist kein gutes Zeichen. Kannst du bitte kurz Schnucki, sehen? Schnucki, komm raus hier. Was machst du hier? Raus hier, sofort raus hier. Hast du irgendwas gemacht? Heute machst du nichts. Das nehme ich. Was ist das? Das ist ein Versteck für diese hässliche. Das sieht komisch aus. Okay, das kannst du auch wieder mitnehmen. Das kann einfach weg. So, aber ich räume meinen Schrank aus. Nein. Das sind meine Klamotten. Wenn da irgendwas Peiniges drin ist, dann sag vorher Bescheid. Ist da was Peinliches drin? Das weiß ich nicht. Ja, das ist dein Schrank. Wer weiß das denn? Aber meine Unterwäsche ist schon mal weg. Ja, ist sie weg schon? Nein, ja, eigentlich ist es so okay. Dann nur, also, wir können machen. Ja, ja. Okay. Aber
Wo sollen die Schränke hin? Das muss man sich so überlegen. Ich würde sagen, die kleinen Schränke. Ich würde sagen, wir lassen die einfach hier stehen und decken die mit Folie ab. Ehrlich gesagt, würde ich auch sagen, weil die sind viel zu groß. Da kommt noch ein Zimmer schlafen. Nicht durch, oder? Nein. Achso, so. Nee, gut, dann. Tschüss. Ich muss Staub saugen, Spinnweben wegsaugen. Tschüss, das, du hast hier Kinder, die wollen dich überraschen. Ich wollte sagen, heute. Hier. Irgendwie. Ne. Take it. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ist der Schrank hier hingewandert? Hast du schon was gemacht, Papa? Ja, ich habe das da hingeschoben und dann gemerkt, ich komme nicht durch die Tür durch und da habe ich gedacht. Scheiß drauf, lass ja aber stehen. Muss gar nicht durch die Tür durch. Vielleicht einfach nachher das Bett hier raus, das kriegst du so, ab Seite. Jetzt machen wir 24 Stunden im Schrank. Kriegst du mal das Bett überhaupt hier durch? Ehrlich gesagt. Auf der Seite liegend wahrscheinlich. Oh, ein Krampf. Das kommt da nicht, das kommt da. Wie ist Mama gerade so schnell rausgegangen? Das Bett wird da niemals durchkommen. Super, wir haben Stalker. Musst du auf die Seite hochkippen. Ja, und dann so ums Eck rum. Und dann die Tür raus. Warte, ich hol mal einen Zollstock. Das klappt auch nicht. Wer wollte noch mal ein Loch in die Wand machen? Mama. Warte, ist doch Muttertag, mach schon mal das Loch rein. Nee, so läuft das nicht. So läuft das gar nicht. Guck mal hier, 1,60 Meter. Wir haben übrigens noch eine Überraschung für Mama geholt. 1,60 Meter geht locker durch die Tür, indem man das hochklappt. Ja, und jetzt misst man, wie breit dieses Kopfding da ist. Das passt nämlich garantiert nicht durch die Tür, weil es doppelt so breit ist wie die Tür. Nein, das geht ja, das wird so durchgedreht. Geht auch nicht. Dann nimm mal. Guck mal, 1,60 Meter. Wollen wir nicht einfach grillen? Gar nicht, wie das drehst, das wird. Guck mal, so ungefähr ist das Kopfdings, ne? Ja, schon deiner Stelle würde ich laufen. Das nimmt man so nach oben hoch, so. Und dreht das denn hier. Ja, klingt super. Hier, erst so hier um die Ecke rum und dann kommt das Brett hinterher. Weißt du, was du jetzt machen könntest? Das Brett doch alleine nicht quer. Das passt doch generell einfach gar nicht. Doch, das passt. Ich habe gerade die Idee, ne? Ey, wollen wir den beiden so 2 Wochen lang Wohnmobile schenken und dann kannst du, hast du alles für dich? Irgendwas Urlaub schenken, egal, aber. Kann ja schon verheben. Dann passiert sowas hier nicht. So, pass auf. Oh. Ich sag ehrlich, Muttertag, heute. Der Schrank kommt hier mal zur Seite. Kann man gleich so stehen lassen. Und dann vorsichtig, nicht schnell, weil diese Füße da, die, wenn man das zu schnell schiebt, können ja auch abbrechen. Das wäre wenig Vorteil. Weiter, ganz in die Ecke zurück. Ah, hast du die ganz umsonst dahin geschoben? Nein, ich habe ja gemerkt, dass das nicht geht. Also ja, okay. War das auch nicht umsonst. So, und jetzt? Das Bett oder was? Das könnte eigentlich dann hier raus, ja. Zuerst die Bettdecke, dann die Matratze, dann das Bett. Ich hab Hunger! Oh Gott. Oh je, Mini, was machen wir hier? Also ehrlich, ich stelle die Kamera auf. Hängen wir erstmal hier wieder rein. So, ich stelle die Kamera hier hin. Und dann, keine Ahnung, was Papa davon benutzt nachher. Jetzt kommt das Bett raus. Warte mal, nee, das mal kurz liegen lassen. Weil das Aufhängen, das muss man ja so Stückchen für Stückchen hier nehmen. Nehmen. Was willst du nehmen? Ist ein Langarmshirt? Wow. Welche Größe? Kannst du sagen, L. Das ist gut, weil hier ist abgestaubt. Hä, for real, das ist. Brauchst du das nicht mehr? Ich zieh das, glaube ich, selten an, ja. Das ist hier, brauchst du noch ein Poloshirt? Kollege. Jetzt noch. Poloshirt zu vergehen. Ja, die finde ich nicht so schön. Das ist eher sowas für dich, was du so anziehst. Das kenne ich von früher noch. Das war schon 10 Jahre alt bestimmt. Genau. Oder das. Aber ohne Witz, ne? Die sind gerade aus dem Schrank geflogen hier. Aber ohne Witz? Ash, was sagst du zu dem Ding? Der Stoff finde ich komisch ab. Das ist genau wie T-Shirts und lang. Ich glaube, das nehme ich mit. For real? Ja. Korrekt. Das ist egal. Dann helfe ich doch gerne weiter mit. Wenn das so ist. Ja. Wenn man hier free soll das hier lassen? Wenn man hier früh Sachen schmeißt, das am besten auf dein Bett. Nee, warte mal. Ja, aber am besten irgendwo auf dem Bett. Erstmal aufs Bett. Halt, nicht an den Sofa. Nee. Und hier auf dem Boden. So, und jetzt? Heilige, wie sollen wir das Ding hier aus? Soll ich die Matratze auch runter? Ja. Grütze. Du hast nachher ein Uncut-Video, das geht 10 Stunden. Ja, okay. Ohne Witz. Nachher krieg ich wieder Rückenschmerzen oder so. Ich hab immer das Problem mit meiner Schulter, ne? Die ist zwar wieder heil. Du Rückenschmerzen, du Schulter, ich Rücken? Einmal hochkant irgendwie hinstellen, dass wir das wollen. Warum nicht das Ding abziehen? Nee. Runter. Achso. Und hier hoch. Und dann können wir das so durch die Tür schieben. Ja, aber am besten so wenig wie möglich den Boden mitschleifen, oder? Ja. Wohin? Wo? Ist mal nach links hier. Und dann hier stellt einfach mal hier gegen die Wand. So,
Und jetzt? Ist Sandtag nicht eigentlich immer. Warum ist deine Aufbauanleitung? Halt der voll. Ist Sonntag nicht eigentlich so ein Tag, wo man nichts macht? Mhm. Gibt aber auch Leute, die müssen so auch sonntags was tun. Ja, aber die kriegen dann Schwarzgeld dafür. Hier was? Du hast doch gerade einen Pulli gekriegt. Ja, okay, stimmt. Korrekt. Schenke ich dir. Geht? So. Ja. Nächstes. Guck mal, das wird ja hier locker hochgeklappt und dann sind wir raus. Locker flockig. Jetzt werden wir es jeden Tag machen. Hoffentlich. Wenn das nicht geht, dann können wir das umsonst machen. Dieses Teil muss ja aber noch ab, oder? Nee, das kann nicht ab. Das muss dran machen. Das wird aber. Alleine wenn du das hier quer machst, das wird dann nicht durchversicht hier. Weil es muss ja so jetzt quer durch. Nein, wir müssten. Diese. Hier, dieses hier, ne? Das hier oben. Muss hier als erstes hin. Das heißt, das Bett muss quasi hier so stehen. Dann müssen wir so hier durch und so rumdrehen dann, dass dieses Teil eben. Das geht ja gar nicht, ne? Ja. Oder? Finde ich ja probieren. Ich würde aber erst mit der Seite durchgehen. So dass das fette Bettstück als letztes kommt. 20. Wenn du alleine dieses Teil durchtragen möchtest. 1,20 Meter. Das ist gar nicht üblich. Hier unten ist das Bett ungefähr. Ab hier. Müsste drauf. Hä? Das hier geht los. Ob wir hier. Das ist jetzt quasi dieses Teil, oder? Ne? Ja, genau. Das kann man hier. Hier geht das Bett hier so quasi jetzt längs hochkant, ne? Das heißt, wir kommen mit dem Bett ungefähr bis hier. Dann müsste man das hier so rumdrehen, ja? Und dann schon hier ins Badezimmer. Geht aber nicht. Wollen wir das irgendwie mal ausprobieren? Wir können. Ne, wir gehen mit der Kante zuerst. Natürlich geht das. Ich weiß, wie das geht. Das ist gerade irgendwie eine falsche Überlegung. Echt, das wird ein neues Gaming-Zimmer hier? Wenn wir das einmal so gezogen haben, hochklappen. Ups. So, runter jetzt. Oh, warte mal. Achso, das ist auch nicht weg. Was ist das? Ja, Digga, Riese, da viel Scheiße raus. Alter! Was ist das für ein Dreck? Das ist Sand, Staub, diese Hautschuppen Kiste, wahrscheinlich auch. Die Kiste muss mal hier zur Seite, einmal weg hier. Was ist da drin? Keine Ahnung. Die Seite kommt jetzt nicht zuerst, sondern die, das heißt einmal so rum. Mhm. Ja, ich muss halt so fett duschen, glaube ich. Kommst du mal hier rüber? Oh, wo hier mit dem? Mit dem, mit weg. So, ein bisschen anheben, bitte. Ja. Das schleift das da alles irgendwie so. Genau, du musst jetzt zuerst da raus. Jetzt um die Ecke rum, so gut es geht. Und dann müssten wir hier, wenn wir Glück haben, gerade so vorbeikommen. 30 Sekunden. Das ist ein Schiss. Das ist da mit dem großen passt nicht. Ausprobieren. Ja, stopp. Passt doch! Ja, ich weiß. Aber Nachtschränke ist mal im Weg. Guck dir das an hier. So. Kranke Scheiße. Okay, das werden wir stehen lassen. Und die Schränke, würde ich sagen, die stellen wir gleich hier hinten gegen die Wand. Ja! Nee, noch nicht fertig. Oh. Die Schränke stellen wir hier gegen die Wand gegen und dann machen wir da die Folie rüber. Das okay, ist. Okay, gut. Let's go. Aber das muss man vorsichtig schieben hier, ne? Ach, vielleicht. Diese tollen kleinen Dinger da unten, die können wir das hier abklappen werden. Stopp. Warte. Ja. Wo ist denn dein Bruder überhaupt?
Keine Ahnung. Können wir zwei Einschränkungen tragen. Mir ist warm, obwohl es hier nicht warm ist. Wie bitte? Warum ist mir nicht warm? Weiß ich nicht. Hey, was machst du da? Komm weiter. Dreh mal einmal so rum hier. Okay. Boah, generell so schieben ist viel besser. Wenn wir so hin und her ruckeln, so. Jetzt so ein bisschen so, dann du wieder. So, das lassen wir jetzt hier so stehen. Und der Hochschrank kommt da drüben ran. Jetzt haben die Bauarbeiter das hier schön Platz. Ja, und wann kommen die? Morgen um 7. Ja, wenn man sich die Uhrzeit überlegt hat. Krank. 7 Uhr Arbeitsbeginn, ne? Bin ich auch krank. Ja, so 12, ja gut. Möchtest du hier ausräumen? Ne, versuch mal einfach zu schieben. Okay. Das muss jetzt wirklich langsam gemacht werden. Ne? Da oben steckt noch irgendwas drauf. Also da steht noch was drauf. Wäre doof, wenn man jetzt schnell machen will und dann brechen da unten diese Füße ab. Ne? Ich weiß nicht, wie gut man die wieder anbauen kann, anflicken. Ich habe Angst, wenn ich meinen Fuß runterpacke und dann den Fuß abbricht. Nee, mach's nicht so. Einfach nur Stück für Stück drehen. Das ist ein bisschen Fuß runterfahren, damit man das ein bisschen anheben kann. Ein bisschen, das wissen. Ja, die Idee ist gut. Doch, das geht, jedes bisschen Entlastung zählt ja. Ne? Aber also, wenn der Fuß abknickt, dass mein Fuß runter ist. Weiter jetzt, komm. Ash einmal dahinter, ein bisschen, immer so ein bisschen drehen, ne? Stück, jetzt müsste Ash hinten erstmal ein Stück vor. Warte mal, warte. Erst so rum jetzt. Und dann immer so rumeiern. Alter, steht das denn hier auch irgendwie raus? Besser, ne? Ja. Drück mal ein bisschen. Ja. Guck, ich mach das ja auch mit dem Fuß, ne? Ja, aber wenn du Fuß runter. Nein, dann ziehst du den schnell raus. Ja, wenn nicht, soll ich das? Außerdem soll das Anheben ja aber wissen, dass das nicht abbricht. Sind da Sachen drin, die Mama noch zum Anziehen braucht? Weiß ich nicht, ne? Ich nein, warte kurz. Warte, hier, nimm die Kamera mit. Was ist das hier für Parkourlauf? Ah, schauen wir mal, wo Mama ist. Ach, das ist doch viel entspannter aussieht tatsächlich. Gibt's in deinem Schrank Sachen, die du morgen noch brauchst zum Anziehen oder so? Ich denke schon, ja. Weil wir räumen jetzt nicht aus. Dann wäre es vielleicht cool, wenn du irgendwas rausnimmst, was du brauchst. Weil wir schieben den quasi an die Wand. Aber, achso, und dann decken wir das nur ab? Ja, genau. Achso, aber kann man nicht so drehen, dass man das die Türen offen, also nach vorne? Weiß ich nicht, haben wir es nicht so gemacht, weil da kommt dann potenziell mehr Dreck rein, glaube ich. Ja, stimmt. Dann hol ich die Sachen raus. Oh, bitte, wir müssen das dann nicht aufziehen. Bitte keinen Schreck bekommen. Werden wir hier schlafen? Ja, euer Schlafzimmer ist jetzt ab sofort hier. Hast du dir deinen Sonntag heute so vorgestellt? Oh je, Mini. Was denn? Was? Komm mal, musst du. Das ist das Wichtigste, das hast du gleich gesehen. Da bringt doch ein bisschen Aufräumen, ist nichts. Also kommt das Bett hier rein? Keine Ahnung. Schnucki. Ja, würde ich gut. Das Bett da rein? Das hier nicht mehr im Weg, ne? Erstmal Klamotten die Klamotten vielleicht, okay. Wohin? Also, warte mal, darf ich mal was mitentscheiden, oder? Ja, sag. Das Bett so hinstellen, hier so. Oder? Was haltet ihr vom Grillen? Nein, das Bett kommt hier auf den Teppich hier und dann können wir heute Abend direkt im Bett liegen und Fernsehen gucken. Dann kann der Tisch noch da. Ja, können wir auch. So. Also, fürs Tip-Tap-Uncut-Material. Da so weg, das hier. Ja, Um die Seite.
würde hier so Staub. Fischer. Auf drei Lecke Birnenbaum. Das wird ja lustig. Habt Junge? Warum liegt hier überall Staub rum? Weiß ich auch nicht. Wir haben hier keine eine schlechte Putzfrau. Hast du Hunger schon? Ja. Hast du Hunger, echt? Ja. Papa, hast du Hunger? Nee. Oh. Papa ist bestimmt. Wollen wir einfach jetzt grillen erstmal? Nee. Was? Ja, nein. Hey, ihr habt gesagt vor... Hier ist Schnucki weg hier. Nein, ich muss Klamotten für mich rausholen. Jetzt gesagt. Gut. Aufräumen, Umbau-Auktion läuft. Ich muss den Deckel von meinem... Lichtdings. Dann esse ich, trinke eine Kleinigkeit. Ich will nur hier das. Wir irgendwas im Magen. Nicht zu viel, dass du nachher noch ein Vernünftig ist. Irgendeine Kleinigkeit. Also ihr werdet doch jetzt nochmal 10 Minuten schaffen können, oder? Was für 10 Minuten? Bis 10 Minuten, wenn wir das Bettchen rüber geschoben haben. Ja, ja klar, und danach kommt Grill. Ja. Geil, okay, anpacken, los, los, los. Wollen wir das da rüberheben? Ja. Nee. Nein, Achso. So. Kommen wir da so dran vorbei? Ne, versuch mal einfach. Vielleicht passt das ja. Ja, genau. Okay, 3, 2, 1, hoch! Ja, da war es so knapp eben. Ja. Krass, hätte nicht. Oh je, das ist ja auch hier recht knapp bemessen. Also. Hui! Ich sage ehrlich, euer Ofen hätte nicht weiter links stehen dürfen. Nee, ne? Könnt ihr jetzt. Ich hab für mich drei Sachen rausgeholt. Top. Wollt ihr hier schlafen damit? Ja. Unser neues Schlafzimmer, Schnucki. Wir machen das Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ja, ihr könnt sogar auf dem Bett liegen und Fernsehen gucken. Ja, das ist. Warum schlaft ihr nicht in Ashbett und Ashbett hier? Du schläfst hier. Kannst du hier gucken? Auch entspannt. Nee. Aber da können wir nichts gucken. Achso, ja, stimmt. Soll ich hier ran an die Porte oder was? Ja. Willst du hier vorher mal den Staub hier von den Dingern hier abmachen, ne? Ich hab Hunger. Hast du auch Hunger? Hunger. Bist du schon vorbereitet für Essen? Ja, nein, das machst du nicht, das machen wir. Das auch noch. Nein, kein Scherz, mach gerne. Fürs Teamwork. Ja, genau. Wir haben Wassermelone drin. Schnucki, sofort die Finger da weg. Die Kamera schaut in die andere Richtung. Ich meinte eigentlich hier doch nicht dich mit Staubwischen. Ach so. Du hast heute Muttertag. Ja, ich weiß. Kann mal jemand den Staublappen wegnehmen? Unterstützen. Den Staubsauger wegnehmen? Staublappen. Soll ich Mama wegnehmen? Nimm den Staublappen da weg. Oh, wie kann das eigentlich? Mama kann nicht ich nichts will euch machen. Helfen. Sie kann nicht Muttertag. Nein. So, Bett ist gleich fertig. Und weiter geht's. Warte, das ist eine bestimmte. Warum ist die grau und schwarz von grau und schwarz? Optisch schöner, genau. Ja. Stopp, da fehlt ein bisschen das Alu-Ding. Das ist angeschraubt. Warte, ich hol das. Weißt du was? Nee, das Alu-Ding hängt ja einfach da nur so in so einen Haken drin. Ja, genau. Aber was war zuerst drin? Man hätte ja auch sonst anders machen können. Was? Bett einfach irgendwo hinstellen. Matratze hier rein. Ich da reingefasst, glaube ich. Nein? Wo ist so ein fettes Bett? Nimmst du das mal hier? Muss auch noch geschraubt werden? Nein. Das nur einen Haken. Achso. Warum ist da ein Zebra? Damit das nicht so klappert. Es klappert und quietscht immer. Das ist ja. Perfekt. Und jetzt noch über das Gitterrost wieder rein. Ich glaube, das heißt oben. Ich glaube, die sind beide gleich was. Muss ich ins Bett? Bei dir oder bei mir? Ja, muss ich rein. Oh, das ist ja krass. Das ist und irgendwie macht die Mutter doch schon wieder mit, obwohl das Muttertagsgeschenk ist hier, ne? Die Mutter geht jetzt weg. So, die Mutter schon mal wenigstens Essen, weil Frauen früher haben immer wenigstens Essen gemacht. Die Mutter macht am Muttertag gar nichts. Ach so. Nichts. Das ist jetzt mal abgelöst hier, warte, ganz halt fest. So Leute, wenn ihr uns buchen wollt, wir bauen euer Bett auf und ab für 100 Euro die Stunde. Möbelpacker-Team, aber 100 Euro ist ein bisschen... Das
sind die extra okay. Leistungen, die wir können. Ah, okay. Ja. Super. Letzte Matratze. So, genau, Matratze rauf. Und dann haben wir doch schon hier unser neues. Das ist eine Schlafzimmergröße hier. Absolut. Schnucki, ja, sehe ich da die Mutter schon wieder ja, irgendwie am... Das nicht zu zweit, das ist zu schwer. Natürlich schaffen die das. Natürlich schaffen wir das. So, guck mal. Raufschmeißen. Drücken, hauen wir unten die. Ja, oh, doch nicht so doll. Ein bisschen weniger doll. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ja. Ui, die reißt schon wieder. Wer reißt? Oh nein. Nicht über die Ecke, schon die Kanten. Die Matratze reißt? Ja, da ist schon was. Warum aber auch schon wieder? Weil da irgendwie schon zwei Löcher sind. Das war so klar. Es war so klar. Aber es ist auch gut so, die Mutter, die kann sich am Muttertag schön ausruhen. Ist über Staub. Oh. So. Da knackt was. Und jetzt im Bett. Machen wir Essen. Schnucki-Mutti, ja, wo sind denn deine Kinder, die heute für dich hier alles als Überraschung fertig machen wollten? Die sind gerade kurz weg. Die haben schon so viel gemacht heute. Wo sind die denn hin? Weiß ich nicht. Die sind gerade mal kurz weg. Oben. Ha? Achso, ich dachte, die sind weggefahren. Nein, nein, die machen oben Mais in der Luftfritteuse. Schnucki, wie heißt das? Also, helfen sie dir doch oben noch weiter. Ja, ja, ja. Aber hier habe ich schon so ein bisschen was gemacht. Ja, wir wollen noch mal essen, ne? Das Essen wird vorbereitet. Hier sind alle fleißig dabei. Seid ihr Moinsen. Ready? Wir haben richtig Hunger. Habe ich gerade eure Aufgabe hier übernommen? Nein, das ist deine Aufgabe. Ach so. Was sagst du eigentlich zu deren neuen Schlafzimmer? Sieht gemütlich aus. Ich sag ehrlich, das hat was. So, wir haben jetzt immer noch was mitgebracht. Wir haben nämlich auch was fertig gemacht. Alles super schön vorbereitet hier. Das haben Chrissy und ich gerade gemacht, also eher Chrissy. Das haben Chrissy und ich und er gemacht. Top. Und jetzt haben wir noch eine Überraschung für Mama. Würde ich sagen, wollen wir jetzt? Okay. Ja, ne? Oder gleich, wenn alles aufgestellt ist. Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Was ist da? Dein Bruder? Der, weiß ich nicht. Was ist da im Backofen? Curly Fries, ne? Oder geht da gerade schon von raus? Kommen die auch im Backofen? Ja, nee, gleich. Mal ausprobieren, der ist eigentlich heiß genug. Und tiefgefroren? Ist da Platz auf dem Tisch schon? Also tiefgefroren weiß ich nicht, Platz ist ja auch nicht. Was heißt denn? Platz ist ja oh, hier. Na. Auf dem Tisch oder? Da ist ein Vogelschiss auf dem Teppich. Oh. Ist frisch. Also, das muss eh da auf dem Reis sein. Wer lacht damit? Ich kann Nana holen, sie macht das sauber. Ja, sie ist es ja nicht, ne? Doch. Doch. Sie isst das. Ja. Sie wäre jetzt nicht drin, sie isst das. Irgendwie ist das für sie so eine Art Snack oder so. Echt jetzt? Mhm. Einfach nicht fragen. Die Kamera läuft. Echt? Ja, die läuft noch. Stabil. Hi. Ja, essen. Hey, hab ich eben nicht gefilmt? Weiß ich nicht. Hä? Gerade eben hast du dann wohl nicht gefilmt. Nicht gegrillt aus. Jetzt wird gegrillt. Tisch ist soweit fertig. Grillmeister Adi am Start. Guck mal, das müsste ich doch langsam hier. Es muss nur lange genug drauf sein. Achso, ja. Wir haben vergessen, das einzuölen. Aber komisch, aber das haben wir eingeölt. Das ist trotzdem fertig. Also hier wird alles fertig gegrillt. Wir haben unnormal Hunger. Mama mit der Hand am Grill, sie braucht nicht so häufig. Nicht. Krass, ne? Was trinkst du? Eistee. Eistee. Oh, bei Cola wäre auch. Pfirsich oder Zitrone? Kommentiert mal, Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Und jetzt warten wir und essen wir und ich habe so Hunger. Das ist das erste, was wir heute essen. Nach dem Essen die Überraschung. Ist das schon eine Überraschung? Hä? Mama kriegt eine Überraschung. Noch eine Überraschung? Muttertagsüberraschung? Oder was für eine Überraschung? Ja, Überraschung. 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 Das ist also der ganze Tag ist heute eine Überraschung für mich, weil ihr hier alles macht. Lauter Überraschungen heute. Mhm. Boah, ist das warm hier, ne? Ja, ne, übel. Mein Schnucki hat jetzt eine neue Art zu essen. Eine Fliegenwedel, ja. Mit linken Hand wird gegessen, rechts wird die Fliege verscheucht. Kennt jemand blau-schwarze Fliegen? Die heißen, glaube ich, Scheiße. Die glänzen so, ne? Mhm. In grün. Die heißen so, weil sie auf der Scheiße sitzen und auf dem Essen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Möchte jemand eine Scheißfliege auf seinem Essen haben? Nein. Deswegen muss wie lange müssen sie so sitzen? Guck mal, wenn die ich jetzt aufwerte, ne, die kommt sofort wieder. Achtung. Na, mal gucken. Verbrennt das Fleisch, weil der Grill so qualmt? Normal? Ich will auch mal kurz was essen, darf ich? Nein, Grillmeister darf nicht essen.
Sehe ich was praktisch immer mit dem kleinen Grill hier, oder? Jeder konnte mal irgendwas drehen oder so. Ja. Und jetzt muss man, Schuki, man nimmt auch gar nicht, ach, warte mal. Die Schälchen müssen, glaube ich, auch runter mit dem Käse. Also neben Fliegen sind hier auch Wespen unterwegs. Das war eine Fliege jetzt, ne? Mhm. Hat jemand Angst vor Wespen? Ja. Noch jemand? Noch jemand? Wir brauchen so einen Imkeranzug. Was zum Essen hier beim Grill. Leute, jetzt die wichtigste Überraschung eigentlich heute. Ich weiß, es ist schon abends. Und ich glaube, sie erwartet gar nichts mehr. Ich habe Mama gesagt, wir nehmen jetzt das Video zu Ende auf. Machen wir aber nicht. Mama, wo bist du? Badezimmer. Badezimmer. Bist du im Badezimmer? Ja. Soll ich in Ruhe? Yeah. Ash? Ja. Komm mal auch. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wo bist du? Leo, mecker nicht. Ich sehe nur den Schatten. Hier draußen? Ja. Ja, also ich bin hier. Wo soll ich? Stopp. Hier? Ash, komm mal. Ja, bist abends. Komm mal noch ein bisschen her. Ein bisschen. Ein bisschen. Stopp, Augen zu. Ash? Ja, ich komme. Jetzt! Wenn wir die Angst haben. Nein, brauchst du nicht. So eine Wasserpistole. Traurig nicht. Augen zu, Augen zu. Achso, ich auch. Ja, du Augen zu, Augen zu, lass noch. Ich? Ja, Augen wenn zu. Ich hab Angst. Nein, brauchst du nicht. Nein, komm ruhig näher ran, komm ruhig, Tom. Nein, das ist nichts Gutes bestimmt. Komm her. Ihr macht irgendwas Komisches. So, Augen auf. In 3, 2, 1. Alles Gute zum Muttertag. Jetzt aber offiziell mit Blumen von uns. Wie hübsch ist das denn bitte? Dankeschön. Ja, passt aber zu dir, zum Oberteil. Dankeschön. Bitteschön. Voll süß. Das ist aber richtig gemacht, alles natürlich. Von uns beiden. Ja, danke schön. Ne? Ja. Applaus. Sieht voll hübsch aus. Die Sonne habe ich noch nie gehabt. Sind cool? Aha. Ich liebe auch diese Blumen hier zum Beispiel, ne, weil die so lange halten. Die und die. Weißt du was? Voll hübsch. Ja. Diese von Rewe. Echt? Und weißt du was? Nein. Das ist der Plan B eigentlich nur. Das war das Sonderangebot. Nee. Das macht nichts. Eigentlich, ich habe Blumen bestellt. Ja. Sollten gestern kommen. Echt? Weißt du, was gestern nicht ankam? Blumen! Dann kriegst du vielleicht die Tage nochmal neu. Ich denke mal, ich habe 1 Euro mehr bezahlt. Ich habe 6 Euro für den Versand statt 5, damit es Samstag ankommt. Und die kommen nicht Samstag an. Hast du Blumen 2000 bestellt? Nein. Jetzt müssen wir aber nicht mehr bestellen. Ja, achso, okay. Ja, das ist echt spannend. Blumen 2000 kam bisher immer rechtzeitig an, also die sind es nicht. Okay. Es gibt nur noch Blumingo oder so. Ich habe so wirklich bestellt, oder ja. Was? Nein. Na, vielleicht kommt es dann noch. Hauptsache es kommt überhaupt. Ja, Hauptsache es kommt, ehrlich. Also wenn es nicht ankommt, dann wäre frech. Mhm, aber das ist wirklich wunderschön. Hier, guck mal, die machen sogar Werbung für den Muttertag. Die hier. Flora Kühn kennt ich gar nicht. Soll ich laut aussprechen? Ja, egal. Achso. Na gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle, der Tag für uns ist vorbei. Dankeschön, das war wirklich eine große Hilfe heute alles. Ich glaube, heute wird auch nicht mehr viel passieren. Ihr werdet wahrscheinlich auf die Couch gehen. Ins Bett. Ah, stimmt. Ich höre hier, ihr geht jetzt ins Bett und guckt Netflix. Auch ein ganz chilly, oder? Mhm. Wir beenden das Video an der Stelle. Haut rein. Kommt hier bei, was ihr eurer Mutter geschenkt habt. Tschüssi. Ciao. Was süß. Ich fand das war wirklich.